Gott! Oh mein Gott! Das nehme ich. Das nimmst du? Ja, gönn dir mal heute ein Tattoo, ne? Okay, Fabian, setz dich mal hin. Hier geht's los. Oh ja, und jetzt das Spiel. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir sind heute mal wieder hier mit meinem Cousin Fabian am Start. Was geht? Oh moin, was geht? Und ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Genau, Leute, ich habe es ihm extra noch nicht verraten, denn alles, was wir heute machen, ist eine Überraschung für dich. Und zwar nur mal so viel erwähnt, alles, was wir heute machen, darfst du eigentlich nicht machen, weil du erst 10 bist. Aber wir werden auf jeden Fall ganz viele verschiedene Sachen machen, die ich natürlich schon mit 23 machen darf. Und ich werde sie dir heute sozusagen erlauben trotzdem. Geil. Also wir werden heute ganz viele verschiedene Sachen ab 18 machen. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ich möchte auf jeden Fall nicht zu viel verraten. Aber Fabian, das Erste, wo wir hingehen, ist jetzt einfach mal Mediamarkt. Ja, direkt das Geilste. Ja, hast du eine Idee, was wir im Mediamarkt eventuell machen könnten? Wir könnten was klauen. Nee, darf man ja auch mit 18 nicht. Ja, darf man auch nicht mit 18. Wir könnten was ab 18 kaufen. Ja, das ist eine gute Idee. Zum Beispiel ein Spiel. Ja. Oder generell irgendwas Teures. Ja. Weil man darf ja günstige Sachen schon ab 10 oder so. Ja. Und teure Sachen erst ab 18. Fabian, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zum Mediamarkt und ich sag dir dort, was wir machen, okay? Ja. Es wird ein krasser Tag für dich. Also Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall hier vor dem Mediamarkt in Mannheim. City, Q6, Q7, ihr wisst es, bester Mediamarkt, Leute. Und Fabian, ich habe dir ja schon gesagt, wir werden jetzt was Krasses machen. Du darfst jetzt einmal ein Spiel aussuchen für eine Konsole, was ab 18 Jahren ist. Ich kaufe es dir. Und einen heftigen Film. Also irgendein Horrorfilm oder irgendwas, was du auf jeden Fall willst. Wie hört sich das an für dich? Gut. Hört sich krass an? Ja, gut, dann let's go. Junge, let's go. Ich bin gespannt, Fabian, was du dir aussuchen wirst. Und dann erstmal die Gaming-Abteilung, hätte ich gesagt, oder? Also auf jeden Fall, wir schauen mal, was wir da finden werden. Da hinten, du hast dich schon entdeckt, Fabian? Okay, Fabian, ey, der Fabian rennt schon gefühlt fast, Leute. Schau mal, mein Knie, ich kann das kaum bewegen. Aber ich glaube, da wird Fabian bestimmt was sehr, sehr Krasses für sich finden. Weil ich habe schon so eine Vermutung, was er sich kaufen wird, ne? Weil, weißt du, so was er für Videos schaut. Ich denke, ich hole mir was für die Nintendo. Ja, Nintendo Switch hast du ja von mir bekommen letztens. Ah, guck mal, hier haben wir auch schon ein paar Nintendo Switch-Spiele. Nee, ich habe keine Ahnung, was Doom ist. Doom? Ja, okay, das kenne ich auch nicht, bin ich ehrlich. Oh, Alter, hier sind die ganzen Games, Leute, ihr seht's. Und oh mein Gott, hier sind die Nintendo Switch-Spiele. Okay, Fabian, dann guck dich mal um. Nintendo Spiele ab 18? Ich glaube nicht. Ey, das ist echt eine gute Frage. Gibt es überhaupt Nintendo Spiele ab 18? Ah, das ist für Xbox hier, genau. Boah, ich glaube, bei Nintendo Switch ist echt schwer. Hast du noch eine andere Konsole? Ich habe noch PlayStation, dann gucken wir mal dort. Ah, welche hast du? Ich habe PlayStation 4. Ah, lol, okay. PS4-Spiele sind hier auch. Okay, da gibt's safe sehr heftige Leute. Was ist das? Oh, GTA, die Trilogy. Dreh mal um, welche sind da drin? GTA 3, Vice City und San Andreas. Ist halt so OG-GTA-Spiele. Weiß nicht, ob du die so feierst. Nee. Nee, nicht so? Ja, GTA 5. Nee, GTA. Oh, aber kümmer das für PS5? Hier. Oh mein GTA Gott! 5. Oh mein Gott! Das nehme ich. Das nimmst du? Das nehme ich. Ey, ich hätte schwören können, dass du das nimmst. Ich habe das echt vermutet. Leute, ihr seht es auf jeden Fall. Ab 18 Jahren GTA 5. Ich weiß nicht, Fabian, du bist ja 10. Glaubst du, du kannst das spielen? Klar. Klar? Okay, dann wird das gekauft, Leute. Fabian, wir gehen jetzt noch in die Filmeabteilung. Und dort kannst du dir noch einen heftigen Film aussuchen. Aber natürlich nicht übertreiben, ne? Okay. Okay, mal schauen, was wir dort finden. Let's go. Also Fabian, schau mal. Normalerweise wäre das dann hier die Abteilung eher mit den Kinderfilmen, ne? Nein. Nee, Spaß. Okay, nee, wir gehen natürlich hier. Boah, ja, hier sehen wir schon Scream. Oh mein Gott, hier geht's ab, Leute. Ich glaube, Scream ist heftig. Ich bin ehrlich, das ist so ein richtig krasser Horrorfilm. General Ortega. Ja, okay, nehme ich. Nimmst du Scream? Ja, Scream. Scream, Leute, ihr seht mal hier die Maske eingeblendet von Scream. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Dann würde ich sagen, ist das deine Ausbeute? Einmal GTA 5 und einmal Scream. Ja. Ich würde sagen, Leute, wir gehen jetzt zur Kasse und dann geht's weiter mit den nächsten Sachen. Fabian, ich verrate dir noch nicht, was als nächstes kommt in diesem Video auf jeden Fall. Ja, okay. Okay, let's go. So, ich brauche dann einen Ausweis. Genau, ja. Dankeschön. Super, dankeschön. Also, Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, gar nicht mal so teuer gewesen. Ich habe, glaube ich, nicht mal 40 Euro bezahlt für beide Sachen zusammen. So, Leute und Fabian, ich würde sagen, ich verrate jetzt mal so ein bisschen, was ist die nächste Sache. Weißt du, was auch ab 18 ist, was man hier in der Innenstadt noch machen kann? Nein. Glücksspiel. Ja. Hast du eine Idee, was ich damit meine? Nein. Wir kaufen jetzt für 100 Euro Rubbellose. Und du darfst die aufrubbeln. Oh, cool. Das ist krass, oder? Ja, das mag ich. Also Leute,
Da kann man auch bis zu, ich glaube, 500.000 Euro gewinnen, wenn man Glück hat. Und ich würde sagen, normalerweise darfst du das nicht holen, das ist auch ab 18 Jahren. Aber heute extra als Ausnahme machen wir das mal. Okay. Let's go. Also Fabian, wir sind jetzt hier unterwegs und wir sehen es schon dort hinten, Lotto. Lotto bedeutet immer, da kann man Glücksspiel betreiben. Und zwar würde ich sagen, wir gehen jetzt mal rein und holen uns einfach ein paar nice Lotto, also Rummellose einfach. Ja. Und dann tun wir mal frei rummeln und schauen mal, ob wir den Jackpot gewinnen, Leute. Ich würde sagen, let's go. Habt ihr so Rummellose zufällig? Für 20 würde ich 5 Stück nehmen. Ja. Okay Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall die Lubbelrose gekauft. Sag mal hier so. Rubbellose gekauft. Also Leute, wir haben jetzt insgesamt hier, schau mal wie das aussieht. Oh mein Gott. Wuh, Digga. Oh mein Gott, zeig mal wie groß die einfach sind. Das ist einfach komplett lang. Digga, für 100 Euro Leute. Und schau mal, du kannst jetzt bis zu 1 Million Euro gewinnen, Fabian. Das ist auf jeden Fall geil. Ich zeige euch dann gleich, wie das Ganze funktioniert und wir werden das jetzt einfach mal freirubbeln. Let's go. Also Leute, im Prinzip ist es ganz einfach. Man muss einfach eine 7 finden, dann hat man den Betrag daneben gewonnen. Zum Beispiel 10 Euro oder auch 1 Million Euro, ne? Und bei einer 7-7 hat man den doppelt gewonnen, auf jeden Fall. Und hier ist noch so eine extra Chance. Ich würde sagen, Fabian, hast du Bock? Ja, ich hab Bock. Das ist krass, oder? Ja. Leute, ist auch ab 18 Jahren, ihr könnt es nachschauen. Und ich würde sagen, ja, guck mal, da unten steht sogar. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Fabian, nicht süchtig werden davon, ja? Ja. So, Fabian, wir sitzen hier richtig auf der Straße wie so Penner. Aber ich würde sagen, let's go, du darfst frei rubbeln. Boah, Digga, das wäre 1000 Euro, aber es ist eine... 9. 9. Ich würde sagen, mach erstmal nur den Diamanten. Und dann erst, wenn eine 7 ist, dann tun wir das, den Rest enthüllen, okay? Eine 1. Genau. 21. Oh, Leute, jeder Schein hat 20 Euro gekostet, einzeln. 14. Okay, jetzt noch die andere Seite. Oh mein Gott, ey. Sag ehrlich, Fabian, wenn wir den Jackpot hier gewinnen würden, was würdest du da mit dem Geld machen? Ich weiß es nicht. 12. Und 9. Oh, komplette Niete. Hier ist nochmal extra Chance fällt. Komm. Ah, 5. Das ist ein 5. RIP. Okay, der erste war schon mal komplett Müll. Leute, 20 Euro minus mit dem ersten Schein. Okay, Leute, der nächste Schein. Fabian, ich wünsche dir ganz viel Glück. Nur eine 7 brauchen wir jetzt erstmal. Come on, das müssen wir doch hinbekommen. Die Lucky 7, Leute. Nein. Oh mein Gott, auch keine. Extra Chance vielleicht? Auch keine, Digga. Wieder 20 Euro minus. Was sagst du dazu? Leute, einfach nur Scam. WTF. Ja, bisher auf jeden Fall absoluter Reinfall, Leute. Aber wir schauen mal. Die nächsten 2, 8, 12, Zahlen. 12, 20, 20, 20, nein. Auch keine 7, Junge. WTF, Mann. Digga, was ist das? Okay, Leute, wir haben immerhin noch ein paar Chancen. Aber bisher absolute Niete auf jeden Fall. Hä? Nein! WTF? Digga, was ist das? Fabian, wo ist das Lack? Sag mal. Nirgendwo. Alter! Also Leute, der letzte Schein. Wir haben nichts gewonnen bisher. 80 Euro minus. Okay, ich bin gespannt. Fabian, warte, bevor du freirubbelst. Du musst noch hier einen kleinen Glückstanz aufführen. Oder wir brauchen auf jeden Fall irgendwie das Lack. Komm mal, Fabian. Und... Oh mein Gott, jetzt muss es gönnen. Ja, come on. Komm. Come on, Fabian. Ey, ich raste komplett aus, wenn du eine 7 hast. Okay. Ja! Ja, Digga! Warte mal. Okay. Oh, wir haben die 7. Noch nicht frei rubbeln. Mach erstmal die restlichen Diamanten. Oh mein Gott, Bro. Der Glückstanz. Ich sag's dir, Fabian. Ich bin reich. Ja, das stimmt. Ich geb dir 100 Euro. Ey, Alter, gönn mal ein bisschen. 13, 18, 9. Okay. Okay. 29. 3. Wir haben noch 3 Felder. 30. 30, 15 und. Okay, komm, noch eine extra Chance. Nee, okay. Leute, wir haben eine 7. Wir halten nochmal fest, Fabian. 100 Euro ausgeben, eine 7 bekommen. Was glaubst du, welcher Betrag steht da? Also entweder 100 Euro oder 1000. Boah, das wäre schon krass. Ich bin ehrlich mit dir. Und? 50. 50 Euro. Digga. Oh mein Gott. Also Leute, mit dem haben wir Plus gemacht. Insgesamt haben wir aber 50 Euro Minus gemacht. Aber ich würde sagen, den Schein können wir jetzt natürlich zurückgeben und kriegen die 50 Euro zurück. Leute, 50 Euro haben wir zurückgeholt. Fabian, deine erste Glücksspielerfahrung, was sagst du? Sag ehrlich. Abzocke. Abzocke? Ja, Leute, fangt nicht mit Glücksspiel an, kann ich euch auch nur empfehlen. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt 50 Euro Minus gemacht, wir hätten vielleicht sogar 100 Euro Minus gemacht. Aber Fabian, ich wollte es dir trotzdem mal zeigen. Und wir kommen jetzt zur nächsten Sache, die auch ab 18 Jahren ist. Ich würde sagen, ich verrate dir noch nichts. Wir gehen mal los, let's go. Also Fabian, wir sind jetzt bei einem weiteren Kiosk und zwar hier in Mannheim und ich habe was richtig Krasses rausgesucht. Hast du ungefähr eine Ahnung? Ich glaube irgendwas sehr Scharfes. Ja. Oder irgendwas ab 18.
oder auch das. Ich würde sagen, Fabian, ich würde sagen, wir machen es mal so. Wir gehen jetzt mal zusammen rein und ich kaufe das Ganze und dann will ich deine Reaction mal sehen, okay? Okay. Let's go, Leute. So, dankeschön. Also Fabian, du siehst schon, einmal hier den Hot Chip, Leute. Oh Gott. Kennst du den? Ja, ich kenne den. Leute, das ist kein Spaß, das ist der schärfste Chip der Welt. Ich habe den schon mal mit Kevin. Der zweitschärfste Chip der Welt. Okay, der zweitschärfste. Wir haben den schon mal mit Kevin im Video gehabt. Und das ist kein Spaß, dieser Chip ist ab 18 Jahren freigegeben. Leute, wenn ihr euch den irgendwo holen wollt, müsst ihr 18 Jahre alt sein. Fabian, wenn du darfst, wenn du möchtest, kannst du ihn jetzt essen. Let's go. Okay, let's go. Und schau mal, Red Bull. Wir haben einmal noch hier Red Bull, Leute. Ich würde sagen, Red Bull ist natürlich auch eigentlich, darf man eigentlich auch noch nicht mit 10 trinken, aber darfst du heute mal. Nice. Ich würde sagen, gönn dir mal, Fabian. Ich bin gespannt, wie dein Feedback ist. Juhu, Hot Chip. Okay, dann einmal öffnen. Oh mein Gott, Bro. Da ist er. Da ist er. Zeig ihn mal so in der Kamera. Leute, Hot Chip, dreh mal die Packung um. RIP steht da einfach. Und Leute, dein letzter Wunsch. Ja, wirklich. Man, dieser Chip ist so krank. Fabian, dass man den nur mit Schutzhandschuhen anfassen darf, sonst geht deine Hand kaputt. Ich esse den nicht. Isst du den nicht? Nein. Ziehst du nicht durch? Nein. Ist auch besser so, Leute. Der ist wirklich ab 18. Den darf man auch nicht drunter auf jeden Fall ja, essen. Aber Fabian, du hast ihn. Ich schenke ihn dir trotzdem. Kannst den, wenn du das mit deinen Eltern zusammen hast, kannst du den ruhig essen. Aber du darfst das Red Bull trinken. Ja. Let's go. Also Leute, wie gesagt, den Hot Chip kann ich nicht empfehlen zu essen, gerade unter 18, macht das nicht nach. Aber für dieses Video habe ich ihn trotzdem mal hier Fabian geschenkt. Und ich würde sagen, wie ist das Red Bull? Nice. Also Fabian, ich habe dich jetzt zu einem ganz bestimmten Laden geführt. Und zwar einmal hier das Trust Tattoo Studium in Mannheim City. Leute, checkt es unbedingt ab, absolute Ehrenmänner. Und zwar, und natürlich auch Ehrenfrauen. Fabian, ich habe gedacht, wir gönnen dir mal heute ein Tattoo, ne? Ich werde dich im nächsten Video zerstören. Eigentlich ist das ja ab 18, aber Fabian, heute machen wir mal eine Ausnahme, würde ich sagen, ne? Mhm. Also ob du das bestimmen kannst. Ja, ich würde sagen, Fabian, wir gehen einfach mal rein, weil die haben auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Tattoo-Laden hier einmal. So, komm mal rein hier. So, mal, hier finden wir schon, sogar schon so Beispiel-Tattoos, ne? Was die hier zum Beispiel auch machen. Das sieht sehr, sehr nice aus. Hast du Bock? Würdest du dir auch sowas so auf die Hand machen? Nein. Nicht? Mm-mm. Boah, ich finde, das sieht cool aus. Ich weiß auch nicht, was du hast, Fabian. Vielleicht kriegen wir es da jetzt hin, Fabian, dass wir dir ein nices Tattoo verpassen. Bitte nicht. Und ich glaube, wenn wir hier reingehen, musst du einmal nach rechts. Ich habe das alles schon vorbereitet. Okay. Hello. Okay, Fabian, setz dich mal hin. Hier geht's los. Can I show you the workspace? Ja. Okay. Also Leute, hier wird dann das Ganze gemacht. Wir sind hier in einem Tattoo-Studio, ihr seht schon, hier sind so die Werkzeuge. Ah, okay. Genau, hier ist die Tattoo-Nadel. Ich würde sagen, Fabian, ich habe mir auch schon ein Motiv für dich ausgesucht. Willst du es mal sehen? Ja. Okay, you can show. Oh, ein Diamant für Minecraft-Diamonds, ne? Ne, kleiner Spaß, Leute, wir machen natürlich kein echtes Tattoo, no real Tattoo, sondern ein Wasser-Tattoo, Fabian. Keine Angst. Bist du jetzt erleichtert? Du musst jetzt trotzdem im nächsten Video die Haare färben. Jetzt werden wir erstmal schauen. Wo willst du es hinhaben? Hier. Hier? Mhm. Okay. Nice. Ich glaube, der wird nice aussehen, der Diamant, Fabian. Oh, nice, knallblau. Fabian. Knallblau? Oh, das ist nice. Wie findest du deinen neuen Diamanten? Ja, super. Dieses Blau wirst du auf deinen Haaren haben. Ja, okay. Also Leute, ich würde sagen, war sehr, sehr geil. Wir kommen direkt zum nächsten. Let's go. Also Fabian, wir sind jetzt hier einfach mal angehalten, ne? Ja, du darfst jetzt Auto fahren. Was? Du darfst jetzt hier Auto fahren einfach mal. Also, ab nach vorne mit dir hier. Also Leute, auch ganz wichtig dazu zu erwähnen, wir sind hier auf abgesperrtem Privatgelände und haben natürlich alles abgeklärt, ne? Das ist völlig okay. Ich würde sagen, Fabian, ich erkläre dir jetzt ganz kurz, wie man das macht. Mach erstmal die Tür zu. Erstmal, wie fühlt es sich an, hier am Steuer zu sitzen, Fabian? Ich sehe zwar nicht, aber ganz gut. Ich glaube, der Stuhl ist schon gut vorne. Glaubst du, mach mal dein linkes Bein hier ganz links auf dieses Kupplungspedal. Ganz durchdrücken? Ja, ganz durchdrücken. Kannst du es so gut halten, denkst du? Mhm, geht. Geht so? Dein rechtes Bein machst du jetzt auf das zweite daneben. Durchdrücken. Wenn du so bleibst, kann nichts passieren erstmal. Okay. Okay. Übrigens, Leute, ganz wichtig, macht sowas nicht nach, außer ihr seid natürlich auf abgesperrtem Privatgelände und habt das abgeklärt. Und ihr habt Führerschein. Genau. Normalerweise braucht man natürlich auch einen Führerschein. Fabian, du darfst jetzt mal, bitte bleib genau so mit deinen beiden Beinen.
Du darfst jetzt mal am Schlüssel drehen. Noch mehr? Oh mein Gott, du hast das Auto gestartet, Fabian. Und Achtung, hörst genau hin, was ich sage. Das kannst du jetzt mal runter machen. Mach mal nur ganz ein bisschen aufs Gas. Einfach nur mal. Ja, wieder runter, wieder runter, wieder runter. Genau, du hörst schon, dann kommt das Gas, ne? Mhm. Dabei musst du ganz langsam nur von der Kupplung runter, aber nicht komplett auf einmal. Oh ja, und jetzt das. Oh mein Gott! Okay, Fabian, du bist Auto gefahren. Herzlichen Glückwunsch. Let's go! Leute, ich würde sagen, das reicht auf jeden Fall mal hier für die erste Unterrichtsstunde. Lasst mal einen fetten Like da, kostenloses Abo. Fabian, wie war's? Gut. Ciao.